Pampuli, Eintrag im Pokédex. Diesmal klicke ich es nicht weg. Registrierter Sexualstraftäter. Ein stures und eigensinniges Pokémon verbringt die Tage damit, Erde zu fressen und Schlamm daraus zu machen, mit dem es dann spielt. Sehr schön. Na okay, geben wir ihm mal einen Spitznamen. Ja, mach mal. Dann machen wir mal. So. Njam, 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 njam. Wohin soll Lasagne geschickt werden? Zu mir nach Hause, bitte. Zum Supermarkt, ja. In eine PC-Box und von da aus bitte dann hierher. Bericht von Lasagne, irgendwann Inhaltsstoffe gucken. Naja, Lehm und sowas. Dreck. Beschmutzt, beschmutzt, beschmutzt. Wiggle, 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 wiggle. Wiggle, wiggle, wiggle. Wiggle, 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 yeah. Schön. I'm sauber and I know it. So, jetzt über dieses komische Zelt drüber. Ach so, erstmal ein Ding. Oder erstmal mit. Kümmerst du dich gut um deine Pokémon? Kümmerst du dich gut um deine Schwester? Oh. Sonst kann ich das machen. Ich bin mit meiner noch nicht ausgelastet. Oh. Oh. Grüße! Was, Grüße? Ich darf das sagen, ich wohne auch ländlich. Gut. Es stimmt, das ist so, so war das ja. Oder nein, ich darf das auch sagen, ich habe auch Freunde, die ländlich wohnen. Ja, genau. Da, Dampfwalze. Rums. Oh, snap! Shit. Hat er durchgehalten aus Liebe? Nein, nicht aus Liebe. Nee. Tu es aus Liebe! Aber echt krass. Ein Lebenspunkt noch übrig. Na, Dampfwalze haut rein, ne? Ja. Macht gut Schaden. So, pflegen? Ach, was, wer braucht Pflege jetzt? Das Viech mag mich sowieso schon mehr als alles andere. Das war wohl nicht, deine Pokémon nur zu füttern. Als Trainer muss man auch mit der Schwester schlafen. So. Ja, okay, 2 Tafelwasser und dann ist mein Pokémon fast wieder voll. Ich muss das Zeug ja loswerden jetzt. Hab gedacht, das ist toll und dann ist es das nicht mehr. Auch. Wo ist es denn eigentlich, Tafelwasser? Da ist es. Tafelwasser. Tafelwasser, ja. Wir sind ja auch auf unserer Inselwanderschaft. Jawohl. So, reicht. Ja, ja. Da, links, genau. Über die Rampe. Oh. Über die Rampe. Da steckt ein Item drin. Oh Mann. Irgendwo da hinten bestimmt. Ah! Ja. Mitten im Gras mitten, sogar. Mitten da im war, Gras, da war doch dunkles Gras, war doch ein Pokémon, ne? Kann sein. Ah, noch so ein Pumpy. Noch eine Lasagne. Ja gut, so können wir... Oder noch Massephase? Fliehen wir mal. So, dann schauen wir mal, ob wir hier was... Was liegt denn da Schönes? Sprudel! Und das war's dann. Gut. Oh, ja. Nee! Moment. Da oben links, Zygarkern. Und wahrscheinlich da unten irgendwo ist dann... Ja. Ja. Also hier den, meintest du den? Ja, genau. Den meintest du vorhin. Also ja. Wir haben keinen übersehen weiter. Nee, den meinte ich. Ja. Alles schön. In der Mitte der Rampe unten? Na, das... ich glaube, das war jetzt mehr in der... Da schon, wo ich war. Also es ist ja einmal rot geworden. Ich hätte schon aufheben können, das hätte ich irgendwie rechtzeitig A gedrückt. Flüchten? Ja. Flucht. Ich muss ja nicht overpowered werden, das kann ich auch offscreen machen. Ich kann auch offscreen overpowered werden. Da! Superschutz! Hey, das kommt gerade recht! Gibt's da eigentlich auch noch andere Pokémon außer Pampuli? Keine Ahnung. Ein Ritt auf Bisbark lohnt sich immer. Es kann verborgene Items für dich finden, ich weiß. Ist ein Ritt auf Familienmitgliedern lohnt sich auch immer, aber bringt keine Items. Ach, guck mal! Boah. Ich will die fangen! Die will ich nicht, die sind behindert. Ach, in der Richtung ist es.
Und ist das dann da die Pension? Könnte sein. Oh, absteigen. Warte, ist es so? Hier in der Richtung ist was und in der... Okay, versuchen wir es mal. Haha, oh, oh, Walerstein, geil! Jawohl! Episch, ich hab bald einen Scharnera. Glühstrumpf. Offscreen dann. Ah. Pokémon Hort. Willkommen das, im Pokémon Horst. Sind das Messis? Horten die da Pokémon? Trainer können ihre Pokémon hier bei uns in Pflege geben. In letzter Zeit kommt es auch immer wieder vor, dass wir bei den Pokémon in unserer Obhut ein Ei finden. Seltsam, findest du nicht? Wir wissen nie, wie es da hinkommt. Ach. Moment, drinnen ist doch bestimmt auch ein PC, oder? Soll ich mal zwei von meinen Evolis reinlegen? Ja, kannst du machen, sofern die männlich-weiblich sind. Ansonsten wäre das, glaube ich. Oh, vielleicht. Also es wäre krass, wenn ich jetzt. Also hier, das eine ist schon mal männlich. Okay, ich nehme das schon mal ins Team. Tausche erstmal da so aus. Es fühlt sich Türkan zurückgestellt. Ah, was männlich, männlich. Ich fass es nicht. Okay, dann halt nicht. So. So, kannst du wieder reinkommen, Türkan. Ja, aber was bringen wir sonst in die Pension? Müsste das... eigentlich, darf Türkan nicht entscheiden, wer reinkommt und wer nicht. Wen könnten wir denn sonst noch? Na, Marbula muss ja erstmal offscreen ziehen dann. Ansonsten sind wir ein... Hier ist ein Kuscheluff. Also, Fluffeluff. Ich habe es Kuscheluff genannt. Ah. Ach, guck mal, das behält sogar noch seinen Normaltyp. Erwin Wommel. Wommel. Erik. Ja. Warte mal. Oh, diese ist das ist so gemein. Ja, muss ist ich das Wommel eigentlich noch Erik? Erik? Nee, Erwin. Erwin, pardon. Irgendwas mit Erik. Es ruft nach seiner Mama, ist ja süß. Ach, das kann ich. Die Pokémon-Pension kann ich andermal benutzen. So, okay, also hier irgendwo Item, muss aber auch noch ein Item sein. Ah, da hinten ist was. Münzamulett, das ist was für Mark. Schäkel, Schäkel. Kann er neben das kleine Beutelchen um seinen Hals hängen. Ja, dann schnupper mal eine Runde. Ja, ich auf Schnapp, 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 Kurs. Schnapp, Schnapp, die Bupp. Ja, ich weiß, was du meinst. Schnipp, Schnapp, die... Irgendwo da... Ah, Riesenpilz. Pokémon erscheint. Na, ah, es ist wieder bloß ein. Ich will mal einen Miltank. Ein Yawgliff. Davon hatte ich schon ganz, ganz viel auf Route 4. Und hab noch nicht mal eins gefangen, glaube ich. Ja. Davon hatte ich ganz viel in Pokémon Schwarz und Weiß. Ich darf das sagen, einige meiner besten Freunde. Schwarz und Weiß. Oh, vielleicht macht es Kulleraugen. So, ein Charlie Chaplin, nein, rechte Hand. Nee, sind alle schwarz-weiß. Oh, es hat sogar ein Volltreffer gelandet, was überhaupt keinen Sinn gemacht hat. Wir könnten übrigens heute, so lange wie du magst, ne? Morgen habe ich ja frei. Oh, so lange wie ich mag. Ah, wer weiß, ob das... So lange wie du Mauzi. Guck mal, das wird ja so eine verdächtige Kante. Kann man da in den Berg rein? Ist da eine Höhle oder so? Wo? Links, rechts, oben? Rechts, rechts da, wo du gerade warst. Na. Das grenzt so verdächtig an neuen... Nee. Berg an. Na, ich glaube nicht. Also da ja, das. Nee, dann das im Postgame. Ja. Irgendwann. Ich habe gehört, es soll viel Postgame-Content geben. Mhm. Bing! Viel Postgame-Content, das finde ich gut. Steig an Respekt dann auf unsere Wanderschaft. Sieh dir mein Kind an. Was für ein Kind? Das im Keller. Gentleman Kunze. Feier. Janine? Vater von Janine Kunze? Wer weiß. Zobiris. Ist das sein Kind? Ich glaube, wir sollten dem mal die Wahrheit sagen. Das ist kein Pokémon, mein Sohn. Zobiris wird zu mega Zobiris. Das wär's jetzt. Weil der hat auch einen Armreif an. Ist das. Oh nein. Das ist ein Z-Ring. Oh, Alter. Da wer? Kommt eine Z-Attacke. Wer? Mach es platt, bevor es soweit ist. Ja, besser ist wohl. Das wäre ein Ding. Oh, Nachtnebel. Aber er benutzt es nicht. Ach schade, ich hätte es gern gesehen. Naja. Ich ehrlich gesagt auch. Kratzer? Kratzer und abwarten? Top-Genesung, Mann!
Wahrscheinlich ist das seine Taktik und jetzt dann den Z-Move. Jetzt kommt's. So, nochmal einen schönen. Oder wie wär's mal mit Schläger? Schläger. Gibt's ja schon seit Jahren nicht mehr. Aber gibt's einen schönen Film drüber mit Annette Schrier? Ah, über Schlecker? Ja, da heißt dann die Schleckerfrauen. Ja. Ist so, weißt du, oh, wir haben nicht die Rechte, den Namen Schlecker zu benutzen. Also nennen wir es so ähnlich und machen einen Film darüber. Boah. Es gibt ja auch die Uli Honig-Story. Die Uli Honig? Ja. Da kommt nichts. Ich glaube, das wird nichts. Ich glaube, der hat einfach keine Attacke, wo er seinen Z-Ring einsetzt. Der hat keinen Stein. So sieht's aus. Na dann halt kein nicht. Stein. Kein Stein. Ja, also übrigens, genau, habe ich hier noch gar nicht erwähnt, ich war mal in Kleinsteinke, auch wenn nur für ein paar Sekunden, weil es ein kleiner Ort ist in der Nähe von Wolfsburg. Ein ganz kleines Kaff. Wolfsburg, da wird auch guter Fußball gespielt, habe ich gehört. Bis Unlichtattacke? Ja, bis nehmen, aber... Kratzer weg und ein anderes... Nee, dann können wir ja nicht mehr die Z-Attacke nehmen. Ja eben, dann müssen wir was anderes... Oder gucken, dass wir irgendwann einen anderen Z-Stein kriegen. Und bis dahin... Ja, würde ich auch sagen. Ja. Weil Unlicht, da kriegen wir bei der Entwicklung dann einen Step drauf. Genau. Und ist sowieso stärker als Kratzer. Ja. Reichskorn. Erreicht Level 20. Mark erreicht Level 23. Yay. Jawohl. Es wächst so schnell heran. Unglaublich. Och, schön. Na gut. So, aber trotzdem, was war das mit dem Z-Ring bitte? Was sagt er? Der hat einen Z-Ring aber ihn nicht eingesetzt. Was ist das für ein Typi? Ja, wahrscheinlich irgendwas verbuggt im Spiel. Was ist hier? Ah. Irgendwann ist ein Plätscherhügel. Findet die Prüfung von Captain Tracy statt. Also in die Richtung oder erstmal woanders noch gucken? Was war denn im Süden? Ja, das wollte ich auch mal sehen. Wusch, 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 wusch. Müsste aber eigentlich gesperrt sein, denn da geht's zur selben Stadt, zu der es gegangen wäre, wenn da das Bissbark nicht gewesen wäre. Das Fell am Kopf meines Pokémon glänzt so schön. Ja, aber jetzt haben wir ja das Bissbark selber. Ja, aber meinst du, dann lässt uns da... Könnte sein, dass es dadurch jetzt weggegangen ist. Dass wir erstmal dorthin sollten, Bissbark kriegen und jetzt auch diesen Shortcut nehmen können. Jetzt können wir den Shortcut dann nehmen. Vielleicht ist es bloß sowas. Steuerung F. Genau. Ha. Nee, ich würde eher sagen Alt F4. Gucken wir uns mal die Animation von... Von was? Achso, von Biss. Aber wird, denke ich mal, dieselbe sein wie bei Feuerzahn, nur in schwarz, ne? Ja, eben. Also so möchte ich meinen, weil das habe ich bei Mark schon öfter gesehen. Der kann das nämlich auch. Fukano. Ja, dann wollen wir doch mal Mark einsetzen und Biss einsetzen. Und Raub hat es. Das hatte ich eigentlich mir gedacht für den Fall, dass ich mal wieder diese Fluffeluff-Kombo habe, mit wo Vonera erscheint. Dann, dass ich da eine Raub eingesetzt hätte, um einen ovalen Stein vielleicht zu kriegen. Aber den haben wir ja jetzt so schon. Ja. So, Biss. Wow, das ist in ja... Orange-Rot. Cool. Nicht verbrennen, danke, gut. Und wenn, dann heilt es sich hier selber aus Liebe. Aber hast du das echt nicht gemacht? So viel Pokémon-Ami, das in XY oder Oras... Nee, gar nicht. Ich fand es immer total lästig. Oh, also es lohnt sich, wenn man overpowered sein will. Also hier werde ich das, denke ich, öfters mal machen, wenn ich privat spiele, weil es da halt echt nur ein Klick ist. Ja. Ne? Am Ende des Kampfes. Mhm. Ob man dann genau weiß, wofür man es tut. Ja. So, okay, so. Ach so. Ach so, da sind die Mogelbaum. Mogelbaum. Sind geknickt. Warum? Das sind doch Stein-Pokémon, die sowas gehen. Captain Tracys Kraft des Typs Wasser war wohl zu viel für sie. Jetzt suchen sie sofort das Weite, wenn sie ein Aquium nur sehen. Mog! Schmuggelbaum! Mog! Mog! Naja, dann. Ab in die Richtung. Schauen wir mal. Also die Wasserprüfung, die ist fucking hart. Ja, das glaube ich. Und vor allem, wir haben ja echt nichts dagegen. Huch. So, ich habe was dagegen. Vorbehalte nämlich. Ja. Warum? Hallo? Ach so!
Der alte Herr gibt alles dafür, dass ihr Kinder die Inselwanderschaft heil übersteht. Als Prüfungshelfer ist es meine Aufgabe, die Stärke der Teilnehmer zu testen. Zeig mir doch erstmal, wie du alle anderen Trainer auf Route 5 besiegst, Kindchen. Ja, kein Ding. Aber erstmal. Cool, so kann man auch Spielzeit künstlich generieren. Ja. Okay, also wollen wir erstmal einen Doppelkampf, aber dafür würde ich gern. Türkan habe ich noch nie in Action gesehen, glaube ich. Ja, okay, dann. Obwohl einmal, aber sonst. Ja, das ist aber. Wir können es ja gerne. Reiskorn haben wir noch nie. Noch nicht so richtig viel, ja. So, okay, dann. Vielleicht noch ein kleines Leckerli für unser. Ja. Naja, oder wenigstens ein Supertrank, so. Das wird schon reichen. Ist ja nur ein Doppelkampf. Puh.